Als für euch ist smooth. Ich habe tatsächlich voll vergessen, Tippi und Twitch als Fenster hier reinzupacken. Fällt mir auch ein. Ich sollte den Stream nicht laufen lassen. Das Gefühl, dann ruckelt es uns bei euch das Bild. Also Stream laufen lassen im Sinne von mir. Bei mir den Stream laufen lassen. So. Aber alles smooth bei euch? Ich meine, yay. Ach so. Also jemals vor Danganronpa zu spielen? Vielleicht. Ich lasse es mir offen. Okay. Wie heißt Resident Evil 1, 2, 3, dann 0? Ich spiele 2. lass mich ruhig 2 spielen. So, wir sind in der Kampagne. Einfach fortsetzen, denke ich, kann ich easy peasy machen. Ich bin, wie gesagt, noch in der Polizeistation. Für Leute, die Resident Evil 2 kennen oder nicht kennen. Ich muss 3 Medaillons holen. Ich habe 2 davon. Ein Medaillon brauche ich noch. Und ja, ich bin Leon. Ich bin dieser Fellow hier. Und das Spiel ist relativ leise. Manchmal kommen Zombies und es ist dunkel. Und habt keine Angst, das ist nicht so schlimm. Wofür ich die Medaillons brauche, kann ich dir zeigen. Warte mal. Ich sollte dich die Knarre mal laden. Die habe ich letztens doch geholt. Ich habe eine schöne Shotgun, Guys. So. War hier nicht noch ein Zombie? Die kriechen. Schaffst du es wirklich gerade Stück für Stück? Ja? Ich weiß nicht, wie lange ich diese Barrikade da habe. Machst du Stück für Stück gerade wirklich das ganze Teil da kaputt? Ich bin so minimal Nein, das sind die Stangen vom Fenster, ne? Das kommt da nicht durch. Lasst euch nichts einreden. Der bewegt sich noch. Genauso wie sie sich da bewegt. Für den Geheimgang nicht. Ach, am Anfang? Ja. Kann da mal hingehen. Ich habe doch gesagt, sie bewegt sich. Der bewegt sich auch. Ich habe denen die Beine abgeschossen, damit die halt nur ein bisschen rumkriechen, so. Kriech zu deinem Automaten, Bob. Habe ich Bob beide Beine abgeschossen? Nö, nur ein. Okay. Ich wollte gerade sagen, hallo, ich bin Fully, der nur ein Bein abschießt, aber nicht beide. Ich bin doch kein Brutalo. Oh fuck, ich gehe gerade komplett falsch, oder? Wo muss ich hier nochmal hin, um rauszukommen? Ja, yeah, ja, yeah, entspannt euch. Nee, da waren nur die Tresordinger. Ach, whatever. Gehen wir hoch. Hier, du bewegst dich. Danke. Bob 3. Immer diese Fans am Fenster, ja. Das ist irgendwie das Wundervolle an manchen Horrorspielen, die kleinen Details. Es passt von den Cosplayern auf. Die übertreiben manchmal, das ist wahr. Okay, hier ist die Map. Ich glaube, ich wollte das letzte Mal hierhin, richtig? Ja, ja genau, ich möchte hier in die Eingangshalle zurück. Dann kann ich über das Wartezimmer und hier rum und irgendwie wahrscheinlich auf die Feuerleiter, hier über die Dächer. Ich kann wahrscheinlich noch ganz viel machen. Und ich muss, hier ist eine Statue, die kann ich euch zeigen, wenn wir in der Eingangshalle sind. Ich muss nur gerade wieder den Weg zurückfinden, wenn ich nicht dumm bin. Ich glaube, hier gab es eine Abkürzung. Keine Sorge, denen allen geht's gut. Es ist nachts im Museum. Tatsache, Michi, wir haben gestern, also ich habe gestern noch herausgefunden in einem Dokument, weil viel der Lore ist einfach in Dokumenten. Nice, Munition. Viel der Lore ist einfach in Dokumenten festgehalten. Kombinieren. Und in der Lore wurde erklärt, dass das hier mal ein Museum war, die zur Polizeistation irgendwann mal umfunktioniert wurde. Habe ich hier eigentlich noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ich brauche hier noch einen USB-Stick, damit ich weiter kann. Obwohl mir wurde auch gesagt, es gibt noch einen zweiten Charakter im Spiel, dass ich mit der nur manche Gebiete erkunden kann. Ich mag übrigens auch, wie er die Shotgun am Rücken trägt und die Blendgranate am Gürtel und sowas. Und die ganzen Gürtel, die wir neu angelegt haben für Inventarerweiterung, trägt er auch. Ich liebe es, wenn Spiele solche Details einbauen. Die sind super. Ja, Claire haben wir nicht angefangen. Oh, hier war eine gewaltige Spritztour, Guys. War ganz schön wild. War nicht von mir. Wirklich nicht. Ich war es wirklich nicht. Vertraut mir. Ach ja, genau. So, von diesen Statuen kriegen wir so Medaillons. Ja, ja, die krebst da immer noch rum. Lass mich mal durch, Frau. Habe ich allen eigentlich die Beine abgeschossen? Ich glaube, ich habe allen hier die Beine abgeschossen. Nein. Nein. Bleib auf dem Boden. So, Gameplay und Design passen zusammen. So, seht ihr diese große Statue? Da unten sind 2 Fächer für Medaillons. Ja. Und ihr als Vater. Crab Rave. Und hey, Zwiebeln. Oh shit, ich wusste es, ja. Leute, verstehen wir jetzt, machen am besten Reihenfolge nach. Ach, das ist mir nicht so wichtig. Mit Gameplay haben.
Hier haben wir zwei Medaillons, einmal von dem Löwen und von dem Unicorn. Und ich habe hier irgendwo ein Dokument noch. Warte. Genau. Dann können wir rausgehen, ne? Deswegen. Das ist hier die Zeichnung. Ach ja, stimmt. Irgendwo gibt's eine Göttin noch, eine Göttinstatue. Und die müssen wir nur noch finden. Und dann habe ich den Teil, glaube ich, hier mit dem Museum abgeschlossen. Glaube ich, so wie ich es verstanden habe. Da sind sie ohne Beine, größer als Fully. Das ist wahr. Ich wollte sie mit Wasser besprühen, aber das war aus. Muss an Muni ran. Ach, by the way. Ich habe meine Heizung ein bisschen angemacht, weil mir wurde ein bisschen kalt. Ich sollte die Heizung mal runterdrehen. Ein Klassiker, ja? Fully macht Heizung an, dann ist ihm kalt, er fängt an zu streamen und dann ist ihm wieder voll warm, ja? Dann ist ihm wieder zu warm, aber das ist okay. Die ist im Keller, glaube ich. Ich habe nicht dich danach gefragt, wo die ist. Wenn ich wissen möchte, wo sie ist, dann frage ich dich. So, hier gibt es noch einen ganzen Bereich, den ich erkunden konnte. Das habe ich letztens noch festgestellt oder gestern. Ach ja, die habe ich auch. Ich finde schön, wie überall Zombies da sind, denen ich die Beine einfach abgeschossen habe. War ich eigentlich hier? Habe ich nicht hier unten Claire getroffen? Ja. Ja, was geht ab, ihr Schnuggis? Hier kann ich nicht raus. Ah, da bin ich auch lang gegangen, richtig? Oh. Kann ich vielleicht doch nicht irgendwo weiter? Stimmt. Also wenn ich Hilfe von euch möchte, dann frage ich euch, dann könnt ihr mir gerne helfen, ja? Das ist ein 40-Jähriger, dich vertont. Haha, du bist so lustig. Kann jemand den Alarm aus... Oh, okay. Oh ja, hallo. Warum hat hier niemand das Feuer ausgemacht? Wäre das schon ein bisschen rude, der Alarm läutet und niemand macht es einfach aus. Someone, this game is scary for the... Hold my bouts. Seit wann bist du denn da und warum hast du doch zwei gesunde Beine? Halbwegs gesunde Beine. Ich spiele, by the way, mit Controller. Hallo? Hallo? Danke. Das war ein bisschen mehr Munition, als mir lieb war. Ich glaube, wenn ich länger ziehen lasse und ruhig bin und der Fokus da ist, hat, glaube ich, der Schuss mehr Präzision. Das, da habe ich irgendwie gestern nicht so super gut drauf geachtet, was ich vielleicht mal hätte tun sollen. Well. Ach ja. Ah ja, hier war was. Das habe ich nicht ganz verstanden. Pass auf, ich habe gerade irgendein pointless Rätsel. Vielleicht könnt ihr mir helfen, Chad, ja? Ich habe hier auf dem Tisch eine Hand gefunden. Der Mann da braucht eine Hand. Also gebe ich ihm eine Hand. Aber why? Was mir halt einfallen würde, dass hier irgendwas fehlt in seiner Hand, dass ich irgendwas kombinieren muss? Mit seiner Hand oder so? Dass vielleicht da was rein muss, aber ich wüsste nicht was und wo. Hand drauf. Du machst eigentlich keine Headshots. Weil das nichts bringt. Die Zombies machen trotzdem weiter. Sie stehen trotzdem ganz gerne auf. Ich soll in meine Akten gucken. Also da war jetzt auch nichts Krasses. Der rote Stein. Einfach nur was mit einem Juwel. Aber da ist ja der Rubin direkt nebenan. Alter Feder, danke dir für 100 Bits. Irgendwie, Fully, hast du nie aus South Park gelernt, dass es uncool ist, Männer in die Weichteile zu schießen? Ich schieße ihm in die Knie. Hallo? Ich beende nur seine gesamte Karriere als Zombie. Alter Blubby, wie geht's dir, Mann? Da fehlt noch was. Ja, aber hier ist ja dieser Rubin. Aber das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass er irgendwas in seiner Hand haben möchte. Ja? Irgendwas Stabiles, Festes. Aber da ist wiederum das Problem, ich habe keine Ahnung was. Und mir gingen gestern Abend so ein bisschen die Ideen auch aus, wo ich hingehen könnte. Und ich habe hier auch in dem Raum selber nichts gefunden. Also hier gab es ein Dokument, was darüber geredet hat, dass Leute Juwelen mögen und Rubine und all so ein Shit. Aber ich habe keine Juwelen oder so. Jetzt haben wir einen anderen Zwiebel, aber es ist ein Zwiebelritter. Du bist unser Zwiebelpanzer, ne? So, hier ist ein Waiting Room. Wir haben hier einen Tresor. Aber ich habe die Kombination nicht. Stimmt die 10. Verdammt.
Hey, das Pokémon-Spiel ist Sapphire. Ach so, aber Saphire sind auch Rubine. Das ist sowieso lustig. Sehr, sehr viele Edelsteine sind Rubine. Auch wenn man den roten immer Rubin nennt. Nee, gar nicht wahr. Doch. Doch, 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 doch. Doch, klar. Doch, alles sind Rubine. Der klassische rote Rubin hat nochmal einen extra Namen, der nicht so bekannt ist. Aber halt blauer Rubin nennt man Saphir. Einen grünen Rubin nennt man Smaragd. Das habe ich mal für ein Pokémon-Video recherchieren müssen. Wenn ich es gerade nicht komplett falsch im Kopf habe, müsste ich es da sogar ganz kurz erklärt haben. Ach ja. Dem geht's, glaube ich, nicht ganz so gut. Okay. Hier ist die Karte. Wo kann ich hin? Hier hoch kam ich gar nicht, ne? Ich war im Pausenraum. Da ist die Statue. Raum der Wache. Da ist was abgegrenzt. War ich da drin? Hier unten komme ich wahrscheinlich nicht raus, ne? Das ist die Feuerleiter. Da war ich ja auch. Dahin komme ich nicht hin. Beobachtungsraum und so komme ich ja auch nicht hin, ne? Fließfächer, da war ich. In den Aktenraum komme ich auch nicht rein. Hm. Hier ist der zweite Stock. Ah, der Wartezimmer. Oh, vielleicht doch unten. Vielleicht will ich mich doch nochmal unten umschauen. Ja, hier ist das Feuer, aber durch, ohne... Da komme ich ja auch nicht durch. Der rote heißt Omega-Rubin. Nicht wirklich. Es hängt halt von Atomen ab, die sich die Farbe ausmachen. Bei roten Rubinen ist es, meine ich, Chrom. Ja, irgendwie sowas. Das habe ich nicht so sehr recherchiert. Ich habe nur die Namen und sowas recherchiert. Erinnert ihr, welches Metall der Metallpart vom Ionensalz ist? Irgendwie so. Aber ich glaube, übergreifend nennt man sie tatsächlich einfach Rubine. Da ist sogar die linke Hand. Oh, warte mal. Gestern hat mir irgendjemand gesagt, es gibt ja diese Ventile, die ich ja trotzdem mitnehmen kann. Vielleicht will ich das Ventil mitnehmen und woanders benutzen? Wir waren mal in einem Badezimmer und haben dort ein Ventil benutzt. Falls ihr euch wundert, gestern. Das sollte ich vielleicht mal holen. Da war ganz schön viel Dampf. Genau das, Fully. Mich grüßen wollte, ist mein Internet abgestürzt. Für mich gegrüßt. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Friss die Blendgranate, Alter. Wo kommst du denn plötzlich her? Okay. Wer die Tür aufmachen will, schießt ihn sowas von ins Knie. Hey, Reangra, was geht ab? Komm raus! Okay, jetzt chillt. Ist der überhaupt hin? Kann auch woanders rumlangen. Kastenkopf, ich hab dich nicht nach Hilfe gefragt, Mann. Dankeschön. Leider ein bisschen zu spät gewesen. Ich hab's leider jetzt gesehen. Ah, okay. Ich meine, ich habe ein paar Mal gesagt, wenn ich Hilfe möchte, frage ich euch. Okay, Michi, du kannst nichts dafür. Oder dann sagst du es einfach. Why? Boom. Wirklich, er schießt ins Bein. Jetzt kann er nie wieder Sportler sein. Selber schuld, dieser Hundesohn. Ja, du auch. Seht ihr? Das ist ein aspirierender Japaner gewesen mit einer glorreichen Karriere in Zukunft. Hölle. Ja, was zur Hölle? Der hat einfach alles verloren und da versucht er sich an irgendwas zu klammern. Aber ein Bein hat er nicht mehr. Leute, seine Karriere hat ihm einen Arm und ein Bein gekostet. Das ist nicht wahr. Er hat ja noch beide Arme. Das ist doch Jackie Chan. Linke Arm mit Buch. Meine Arme auch drehen. Ist das ein Schlüssel? Ein Zepter. Was zum Fick bin ich mit dem Zepter? Hey Texina, was geht ab? Schönen guten Abend. Resident Evil Fire fand ich noch nie gruselig, to be honest. Finde ich auch nicht gruselig. Ich mag aber die beklemmende Atmosphäre. Das haben, also atmosphärisch haben sie es gut in Szene gesetzt, aber ne. Gruselig finde ich sowieso nichts. Deswegen mache ich mich über so viel lustig. Die deutsche Synchro ist katastrophal schlecht. Findest du? Warum finden das so viele? Ich habe jetzt nichts super Schlechtes an der Synchro feststellen können. Okay, was will ich mit dem Zepter? Oh, warte mal.
Vielleicht. Ich habe hier keine Kurbel zwar. Aber kann ich das Zepter benutzen? Nee. Glaubt ihr, ich könnte das Ventil benutzen, was ich mal benutzt hätte? Hey, Incloud, was geht ab? Wird schlimmer. Also im Pause einen Clown gegessen, weil du super krasse Jokes raushaust. Quatsch. Horrorspiel einfach. Hey, Donald. Von mir ist, viele kennen nur die englischen Stimmen und mögen deshalb die deutschen nicht. Es ist halt immer dieses Ding von wegen, ich kenne das nicht, also mag ich das nie. Ich hör mich zurück, ich kenne das Spiel komplett. Das wäre ganz lieb, wenn du mich zurückhalten würdest. Genieße einfach meine Dummheit und mein dummes Rumgerenne. Ja, das ist ja auch auf eine gewisse Art ebenfalls unterhaltsam. Und wenn ich Hilfe brauche, kannst du ja sofort zur Stelle sein. Das weiß ich dann durchaus zu schätzen. Nehme ich auch manchmal so die Sachen, ne? Wenn ich dann nach Hilfe frage, gibt es ganz gerne Situationen, wo dann Chat eine Pappnase ist und keine Ahnung hat. Und ich sitze dann hier, wie jetzt? Sonst könnt ihr auch Backseat Game. Nur bei Rätseln, da fragt er nie, wenn es 2 Stunden dauert, das ist wahr. Ich liebe halt aber auch Rätsel. Ich liebe Rätsel und da will ich auch gar nicht fragen. So, da ist ja auch so eine Kurbelvertiefung, aber die sieht anders aus. Ich glaube nicht, dass ich den Zepter... Nee, ich kann das Zepter nicht quasi als eine Art Hebel benutzen. Schade, schade. Am einfachsten ist es, Fully, wenn Phoenix zuerst einsteigt. Yes. Okay. Hier ist ja auch noch was. Hier ist eine gesamte Sprenglage. Ja, hier ist einfach C4. Aber ich habe keinen Plan, wo ich einen Zünder herbekommen soll. Bin übrigens, weil ich es vorhin nicht erwähnt habe, ziemlich lustig, dass du ein Zombie einfach eine Blendgranate ins Maul stopfen kannst, der dann wirklich davon gestunt sind. Oh, Fully, du hast die Batterie schon vergessen. Wie, ich habe die Batterie schon, aber ich weiß nicht wofür. Also ich weiß, dass ich die Batterie habe, aber ich weiß nicht, wofür ich sie benutzen kann. Oder wenn ich mal gewusst hätte, wo ich eine Batterie hätte verwenden könnte, habe ich es vergessen. Den Druck der Schädelplatzen oder das Kiefer? Wer weiß. Hier sind auch überall diese Schlösser. Fuck. Ah, fuck, ist es nicht. Dammit. FFK. Verdammt. Back. Dammit. Ruckelt es gerade ein bisschen? Ich habe ein paar Lags gehabt selber im Spiel. War es schlimm bei euch? Ich hätte ein paar im Spiel tatsächlich, ja. Läuft wieder smooth? Oder ist ein Problem? Ist noch alles gut, wenn ich so drehe? Oder ruckelt es wieder? Ich hatte gerade auch ein paar Ruckler beim Laufen, deswegen. Bei mir läuft super. Alles super? Geht wieder? Es geht wieder, okay. Ziemlich schlimm die ganze Zeit. Es ruckelt die ganze Zeit, wirklich? Okay, jetzt habe ich leider das Pausenmenü. Dreh mal. Okay, ist so schlimm, Guys? Nö, alles gut, okay. Bist du so, Fully? Ich habe 2 Medaillons von den 3, um aus der Polizeistation zu entkommen. Ich ignoriere Ruckler. Nee, ist halt nicht schlimm, wenn ihr mir das sagt. Irgendjemand meinte, ich kann diese Ventile wieder mitnehmen, aber ich kann das ja gar nicht mitnehmen. Seit ein paar Minuten ruckelst. Ich? Erzähl mir doch jetzt nicht sowas. Also bei mir läuft es jetzt wieder smooth. Ich hatte jetzt ein paar Ruckler. Da weiß ich, wo du bist. Nee, kannst du auch nicht. Aber irgendjemand sagte das gestern. Kann jemand das Fenster zumachen? Ein Bit für jeden Zombie, dessen Tanzkarriere durch Fully zerstört wurde und somit der Traum für Michael Jackson Thriller-Video aufzutreten. Schäm dich, Fully. Was wird's? Wirklich 18? Hier war nichts mehr, ne? Und ununterbrochen nur Standbild. Ich hoffe ja nicht. Es war nur kurz, da hat es wirklich eine Zeit lang geleckt, aber jetzt geht's wieder. Ja, ich hatte auch ganz kurz ein paar Ruckler. Das, ja. Ah.
Weiß nicht, habe ich nochmal so einen Pot mit Schießpulver? Oh, warte mal. Die Heilung könnte ich aber ganz gerne mitnehmen. Glaube ich, will ich lieber mit dabei haben. Aprisi geht schlafen? Alles klar, schlaf du gut. Und guten Abend, Lord Chiron. Alles also, eine krasse Gitarre, oder? Wenn du genug Headshots verteilt, sterben die Zombies. Aber das ist okay, als Tipp zu sagen. Hat bei mir nie geklappt. Ich habe den so oft ins Gesicht geschossen und sie haben einfach keinen Scheiß drauf gegeben. An dem Punkt denke ich mir, ich habe den Code nicht. Den muss ich eingeben. Ja, ja, ich weiß. Ein Member. Das ist auch nichts, ne? Wo kann ich denn noch hin? Nothing. Es ist halt auch ein bisschen rätsellastig, das Spiel, ne? Da braucht man auch, glaube ich, ein bisschen Geduld. Aber deswegen kannst du das Spiel auch recht schnell durchspielen. Hier ist dieses rote Symbol. Ich dachte erstmal, das hätte was mit dem Zepter zu tun. Hat es aber nicht. Was kann ich mit dem Zepter denn machen? Kannst du ja auch nicht als Hebel benutzen. Der Code ist easy 001. 42? Nee. Die versucht übrigens schon recht lange da reinzukommen. Hallo, lässt du mich mal in Ruhe? Sie hat mich gebissen! Es war 1 bis 2 Minuten ganz schlimm, aber geht wieder. By the way, gute Nacht. Alles klar, Chris Crafter. Ja, wie gesagt, ich hatte auch einmal ganz kurz ein paar Ruckler. Ich habe die selber gehabt. Ich brauche einen besseren PC, guys. Ist halt langsam echt so. Echt, warte, ups, bestimmt, war Evil Within. Weiß es nicht. Also, keine Ahnung, ich hab's halt ein paar Mal versucht. Ich kann da ja nicht rüber. Das heißt, ich muss ja eigentlich die Regale bewegen. Problem ist, ein Regal lässt sich nicht ganz verschieben. Also kann ich mir keine perfekte Brücke bauen. Falls ihr euch wundert. 1, 2, 3, 5. Nicht 1, 2, 3, 5. Ja. Ach ja, du bist ja noch da, stimmt. Der Wagenheber ist da, Kombinationsschloss. Tresor. Ich, oben an der Bibliothek, da wäre cool. Das Gefühl, da will ich irgendwie hin. Brauche ich irgendwo einen Hebel oder so? Lagerraum West. Explosive Barrikade. Wäre voll nice, wenn ich da lang kommen könnte. Keine Ahnung. Da komme ich ja eben nicht hin. Hm. Also, was lustiges als 24, 26. Weil soll ich dir vielleicht mein Monatsgehalt donaten? Reicht sicherlich aus, um was Schönes zu kaufen, würde tatsächlich helfen. Aber nein, bitte, bitte gib mir nicht dein ganzes, ganzes Monatsgehalt. So ein Fünfer oder so wäre auch ganz süß von dir, aber das wäre schon so. Gib mir bitte nicht dein ganzes Monatsgehalt, Emil. Wenn es mal wieder ruckelt, sag Bescheid, ja? 6 Spielewünsche. Ich meine, die hättest du dann natürlich. Oder halt ein Spiel garantiert komplett durchspielen. Das ging halt auch, ne? Hab ich auch ein paar Mal schon gemacht. Ich habe das Gefühl, ich muss teilweise diese Codes knacken. Hier war ja auch ein Code, ne? Ist aber nur die Frage. Hier irgendwas, was mir hilft für den Code? Eine Sache könnt ihr mir sagen, für diese kleinen Zahlenschlösser, sind die sonderlich relevant? Also will ich da die irgendwie versuchen zu knacken? Das dürft ihr mir verraten. Bald spielt Fully The Last Story durch. Hm. Nix. Ich muss ja irgendwo echt blind sein, ne?
Andere eher schon, ja. Ich hab ja ein paar Zahlenschlösser schon geöffnet. Du hast es nicht. Weil ich alle. Chill mal da draußen. Chill du auch mal, bitte. Au, 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 lass mich los, Bob! Ach. Ich finde Hinweise für die. Ja, ich habe bisher aber keine gefunden. Das ist mein Problem. Ach, von da komme ich doch gerade. Wie sie dafür, wie diese Affen hier dafür sorgen, dass ich meine Orientierung manchmal verliere. Geh doch weg. Bob 3. Lecker, leck. Ja. Was ist denn das? Also, ich dachte gerade, ich hätte den, könnte den Feuerlöscher mitnehmen. Falls ihr euch erinnert, es gibt eine Stelle, da brennt's. Hier weiß ich auch nicht, ob die eine fehlende Taste, also ich habe hier keine 3, ob die wirklich wichtig ist. Ich meine, da ist eine Tasche drin, die ich dann holen kann. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich habe nur eine Taste gefunden. Und da habe ich die Shotgun bekommen. Aber die Shotgun hat mir jetzt auch noch nicht mega krass viel geholfen. Sonst ist hier ja auch nichts, ne? Ich lock jetzt ein wenig und spiele eine Runde LOL. Viel Spaß dabei. Erschreck dich nicht. Buh! We're King Dawnbugged, okay. Ihr klingt wie ich, wenn ich 15 Uhr noch kein Mittagessen hatte. Der mal blubbi. Warum gehe ich immer wieder den gleichen dummen Weg? Bin so dämlich, ne? Nee. Ich will jetzt nach da. Oder auch nicht. Hä? Dann will ich hier hin. Nein, das ist keine Tür. Hä? Ach, ich bin mal von da gekommen. Wo kommst du jetzt eigentlich her? Easy. Die Tür geht nicht auf. Führt die überhaupt in irgendwas? In den Aktenraum. Warte mal. Kann ich ins Besprechungszimmer und von dort aus in den Aktenraum? Da war ich gar nicht, ne? Ich habe voll die Idee, Guys. Ich laufe jetzt wahrscheinlich mega umständlich und dumm, aber das ist okay. Ist einfach Fullys Lieblingskorridor. Ja. Irgendwie schon, ne? Ich bin viel zu oft hier und es nervt mich eigentlich total. Ich will hier eigentlich gar nicht so oft sein, wie ich bin. Okay, ich, hab ein bisschen Leben verloren. Deswegen torkel ich so rum, falls ihr euch fragt. Dem geht's gut. Leon packt das schon. Ist ein großer Junge. Nebel geht auch schlafen. Alles klar, gute Nacht. Ich glaube, Nebel mag Resident Evil 2 nicht. Nee, hier wollte ich nicht hin. Aufenthaltsraum, ich gehe zur Eingangshalle runter. Nee, geht doch immer vor 12 pennen. Ich weiß. Mach Spaß. So, jetzt eine Stufe runter und dort unten gibt es, glaube ich, einen Gang, den ich mir nicht angeguckt habe. In 15 Minuten ins Bett, echt? 23 Uhr? So früh, Emil? So, ich glaube, ich hier war es, ne? Wenn ich hier hingehe, da ist aber ein roter Schlüssel. In den Besprechungsraum, vom Besprechungsraum vielleicht in den Aktenraum? Kreuztür. Das ist jetzt gerade mein Bett. Ansonsten muss ich vielleicht langsam einen Chat fragen, wo ich hin muss. Oh, fand ich. Ich habe ihm ein paar Mal in den Kopf geschossen. Was hat ihn nicht ganz gejuckt? Also vielleicht hat es gejuckt. Ich weiß es nicht. Ach ja. Ich weiß nicht, wie ich da das verbarrikadieren. Ich will das, glaube ich, verbarrikadieren. Ja, kann ich... Ja. Ich glaube, hier will ich lang. Bleiben Sie da drin, junge Dame. Oh, verdammte Scheiße. Ist selber schuld? Was haben Sie sich zuzuschreiben? Ich habe gesagt, Sie bleiben draußen, verdammt. Oh, verdammte Scheiße.
Ah, lass mich doch treffen. Danke. Ach, geh weg. Jetzt lass mich in Ruhe, Frau. Genau, hier will ich rein. Oh, perfekt. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Ich glaube, wenn sie kriechen, können sie keine Türen öffnen, kann das sein? Machst du eigentlich einen Pacifist Run oder so? Oder warum schießt du allen in die Beine? Egal, wie oft ich denen in den Kopf schieße, Blubby. Sie stehen immer wieder auf. Das geht mir so auf den Keks. Und dann dachte ich mir, weißt du was? Ich sorge einfach dafür, dass sie sich nicht bewegen können. Und das hat irgendwie für mich wesentlich besser funktioniert. Wie kannst du ruhig an den Zombies vorbeilaufen? Allein schon die Geräusche lassen mich verzweifeln. Ist das so? Genau, ich bin einmal da lang gegangen. Und das Ding ist, hier ist eine Kette. Und wir haben ja... das Schneidewerkzeug. Die Butter. Es ist ein Virgin Rub. Ach so, okay. Ein Elektrogerät. Das kann ich kombinieren. Wir haben einen Zündergeist. Ich habe einen Zünder gebaut. Locker. Oh, da. Seht ihr? Noch ein Kopfschuss. Fällt die um? Ich wette mit euch, die steht immer wieder auf. Die hat sicher Bock, wieder aufzustehen. Oh, nett. Eine Flash Grenade. Und eine Barrikade. Auch ganz nett. Bulli hat eine zündende Idee. Warte mal. Aha. Ein Sünder? Das sind alles nichts, so wie Blubby. Ich würde sagen, solche Menschen, finde ich, haben Hardcore gezündet. Nein, Quatsch. Ich nehme dich auf den Arm. Die Mehrschüsse, auch wenn sie unten liegt. Bob, how many times do I need to tell you? Stop this shit. Ich habe ihn einfach mein Messer in den Hals gerammt. Und er lebt immer noch. Okay, das hilft mir. Jetzt muss ich... wie war das? Hier hoch? War der Zünder? Nee, da war der Wagenheber. Noch einen hoch, ne? Ah, da genau. Ich muss in meinen Lieblingskorridor. Genau in diesen hier und dann nach ganz oben. Chillen Sie auf dem Boden, junge Frau. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. When will Bob learn that his actions have consequences? Ich bin nur ein charmer Student. Ich mache nur Spaß. Alter, Search Matt, danke schön für 2 Gift-Subs, Mann. Wie geht's dir stets? Danke. Vielen Dank. legit so an Weihnachten absolut kein Geld mehr, wegen Geschenken und Co. Ach, das ist voll in Ordnung, Blubby. Du weißt, ich ziehe gerne Leute nur mal auf. Ja, was ist all mein Haus angezündet? Ich habe nur eine zündende Idee. Nase rein, schnipsen Sterne. Hattet ihr eigentlich damals auch eine Verwirrung, ob Vicky, also es gibt einen Charakter im Media, einen wirklichen Charakter im Media, wo ich mir als Kind nie sicher war, ist sie jetzt ein Mädchen oder ein Junge? Und das war bei Vicky. Ich wusste es nie. Vicky ist, glaube ich, ein Junge, aber ich habe damals oft gedacht, sie sei ein Mädchen. Habt ihr das auch gehabt? Alles klar, Black Diamond, gute Nacht. Wir streamen schon eine Stunde? Das ging fix. Same fully. Okay. Ja. Sah jetzt kein Kind aus wie Vicky. Like no joke. Süß. Ist ein Junge und wusste es damals. Ah, okay. Es gibt auch diese eine Stelle in dem Lied, irgendwie, sie setzt das Segel an oder so. Oder es klingt zumindest so, aber es ist irgendwie. Es ist, sie sagen eigentlich was anderes, aber es klingt, als würden sie sagen, auch sie. Also, ich glaube, die Verwirrung kam auch so ein bisschen vom Falschinterpretieren des Hörens vom Song. Ist auch Schlafen Mystery? Oder sagst du nur so, gute Nacht? Ja, war mir als Kind völlig egal. Ich war halt so, what is this? Nicht, dass es mich krass beschäftigt hat und ich schlaflose Nächte darüber hatte. Das meine ich nicht. Wie ist, by the way, ein bisschen wie Zelda, nur mit Zombies. Oh, warte, ist genau wie Zelda. Oh, fuck, der Zünder geht los. Whee!
Oder weiter weg, oder? Fuck, ich hab irgendwas geweckt. Was geht ab, Bruder? Wie geht's? Looking good, I see. Lebt er noch? Nö. Fire in the hole! Aber was? Oh, da waren ein paar Zombies. Are you dead, guys? Oh, das riecht echt nicht gut. Oh! Oh, es ist mein letztes Medaillon. Oh, shit. Nice. Hang around, I see. Yes. Warte mal. Das finde ich auch so cool, dass man hier immer in seine Notizen gucken muss. Okay, Frau Bogenschlange. Ich verstehe genau, was sie sagen wollen. Wo ist die Frau? Frau? Bogen? Die Schlange? Bei den Jog bringen, Nico. Warum sind die Leute immer schneller als ich? Yay! I hear something. Oh Gott, 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 geh mir nicht auf den Sack. Weißt du was? Ich hab nicht mehr genug Munition. Der andere ist tot. Jetzt hätte ich dir auch noch voll in die... Yep. Der steht immer noch, verdammt! Oh. Danke. Mir geht's gut, Guys. Mir geht's gut. Uiuiuiui, bist du hässlich. Nobody went fully in panic. Dude, was? Was hab ich für ein Geräusch gemacht? Was hab ich da gemacht? Oh. Mir ist der Stream gerade abgebrochen. Und danke für das Stufe 1 Abo. Willkommen zurück, Dorsch. I don't wanna die. I'm not back again. This time tomorrow. Carry on. Carry on. Ist der Hinkrabbler neu oder hattest du schon so einen? Ich hatte schon einen davon. Den habe ich mit sehr, sehr viel Pistolenmunition abgeballert. Wo ich wahrscheinlich hätte die Shotgun benutzen müssen, wie gerade. Wir sind immer noch in Spukturba. Es ist eigentlich, ich habe die Polizeistation quasi abgeschlossen. Also bestimmt ist der Rest, denke ich, optional. Kam der her? Demo, please. Demo? Ging schneller, Leon! Nun! Geht ab, gute Frau. Immer noch hier am Crawlen. Glaubt ihr, die Zombies denken sich so innerlich, Crawling in my skin? Oh, ich bin so scheiße. Ich hasse mich selber. Ich sollte den oberen Weg lang gehen. Wie, du beißt mich jetzt. Ich will echt nicht sterben, Mann. Okay. Geh einfach speichern. Bulli! Der Emote geht nur bei uns. Okay. Machen wir einen zweiten Safe. Goddammit, Bulli, ich lieg am Boden. Fick dich. Fiddler schenkt Blumi eins. Blumi, willkommen zurück beim Fulltermal. Vielen, vielen lieben Dank, Fiddler. Dankeschön. Mach das nie wieder. Warum? Klar habe ich hier Items. Ich will sie nur nicht benutzen. Ich weigere mich. Leon ist ein starker, großer, junger Mann. Ja? Er kann das bisschen Schmerz gerade eben aushalten. Der überlebt das schon. Leider, wir überleben das nicht mehr. Dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube, bis dahin hat er es überlebt. Hey, Feuerherz, was geht ab? Einen guten Abend. Ich habe eine sehr... Geh mir nicht auf den Keks. Ich habe, glaube ich, eine sehr interessante Herangehensweise, wie ich mich hier
durch alles bewege. Radolf Schnuppertag in der Berufsfachschule meiner Heimatstadt. Errichtung Umweltschutztechnik. Ich mir entscheiden kann, welche Fachrichtung ich nehme. Jetzt für Fachrichtung entschieden, in der ich auch den Schnuppertag gemacht habe. Ist doch nice. Bitte nicht sterben. Nein, nein, nein. Nee, ich lebe noch. Gerne mal speichern noch. Weil wenn man stirbt, muss man wirklich wieder an seinem Safe Point. Es gibt kein Autosave oder so. Das musste ich schmerzhaft gestern auch mal erleben. You can't beat them, join them. Nein. Warte mal, mache ich hier die Fußspuren? Die blutigen? Nein. Blutigen Fußspuren. Die kommen. Von dir! Ich glaube, denen geht's gut. Yay! Wenn du jetzt stirbst, bin ich schwer enttäuscht. Und ich habe meine erste, glaube ich, Hauptmission abgeschlossen. Marvin? Nani? Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, he's Mann, already oh. gone. Oh. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort. Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's... Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. Das ist Wabi Down. I'm fine. So, ich glaube, bei dem Spielstand, vielleicht sollte ich noch eine stellen, da als nächstes, ne? Kann ich halt, quasi wieder zurück zur Villa. Zur Villa. Ihr wisst schon, was ich meinte. Also, es könnte sein, dass ich jetzt coolen Stuff verpasst habe, aber hey... Aber das ist Teil des Ganzen. Ich habe eine Idee. Ich benutze... Oh. Oder hat sich das Gebiet jetzt nur erweitert für mich? Oder ist auch wieder ein Speicherding? Gut. Der dritte Safe ist ab hier. Hätte sich einfach selbst erlösen können, aber nein, leider. So einfach ist das jetzt mal auch nicht, ne? Also, chill eine Runde. Mir geht's besser. Nehmen wir das grüne Kraut. Wenn ihr versteht, was ich meine, Chat. Alles klar, Valuzzi. Gute Nacht. Ich bin nur so kreativ, dass man das Spiel bei Schreibmaschinen saven kann. Das ist super, ne? Ich finde generell vieles an dem Spiel echt cool. Ich glaube, es ist halt nicht für alle was für euch, ja. Aber ich finde es irgendwie unterhaltsam. Ich finde es gut gemacht. Ich finde es halt wirklich, wirklich gut gemacht. Irgendwie. Was ist ein Kraut? Das ist nur ein Elefant. Cleaning in progress. Ja, da haben die aber noch eine Menge zu tun. Sieht ja aus, Saustall, Mann. Hier hat doch jemand ewig nicht sauber gemacht. Ich meine, sogar das Schild ist dreckig. Was soll die Scheiße eigentlich? Ja, wer dafür der verantwortlich ist, ja? Ich möchte eine Reklamation schreiben. Und sagen, actually, it's not clean here. Was sind das? Brauche ich eine Marke dafür? Das ist eine Erweiterung für meine Pistole oder so? Und eine Magazinerweiterung? Das sieht
Oder ist es eine ganz eigene Waffe? Ihr kennt es jetzt nicht so gut, Guys. Sieht aus, als wäre da ein Lauf für... Nee, da ist ein Ziellauf, ne? Das sind Zielröhrchen. Aber ich glaube nicht für meine Pistole, sondern für eine ganz andere Waffe, vermutlich. Ey, Azazel, was geht ab? Ich nehme Kokain! Oh, was ist denn da? Eine Handgranate? Yo, shit. So, verwende im Inventar ausrüsten. Tötet Gegner im Wirkungsbereich garantiert. Bereithalten, werfen, okay. Kann zum Kontern verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde, aber ihre Effektivität ist dadurch stark reduziert. Das ist okay. Ach ja, ich will sie mitnehmen. Das sind Sammlerstücke. Also ist nicht wichtig, diese extra Sachen oder wie? Kannst du leiser sein da oben? Dankeschön. Wird das ein bisschen unangenehm, wenn es so laut klappert. Crawling in my skin. Kann ich dich wegbewegen? Yes. Oh wow. Ich hab einen Ticken zu früh losgelassen. Kann ich einfach durchhalten? Ja, geht auch. Ich dachte, ich müsste im richtigen Moment loslassen. Wenn ich hier mehrere Mods, die ich noch gar nicht kannte. Ja, wir haben ein paar neue. Dank Lofi. Ist das nicht Nemesis? Oh shit. Oh Gott. Oh mein fucking Gott. Ew. Oh. Nemesis sieht anders aus. Was war es? Wer ist es dann? Ich dachte immer, das wäre Nemesis. Muss ich den besiegen? Lass mich hier ein bisschen Abstand nehmen. Oh, rotes Kraut. Wenn ich nur mehr... Ach, verdammt. Wenn ich doch nur mein grünes Kraut noch hätte, ne? Da ist grünes Kraut. Das ist eine nette Handgranate. Sweet. Bräuchte ich nur ein bisschen Platz im Inventar. Oh, fuck. Da ist mein Platz im Inventar. Gerade aufgetaucht. Da kann sich ein Buchstaben als Namen leisten. Das ist T. Oder wie heißt der dann? Wie heißt er denn? Nemesis dürfte aus Teil 3 sein. Ich dachte immer, das wäre Nemesis mit dem Auge. Not gonna lie, der sieht sehr eklig aus. Habe ich das Auge zerballert von ihm? Oh fuck, oh fuck, oh, kann ich kontern? Ja, kann ich. Shit, es wird später erklärt. Der gute W. Birkin. Achso. Muss den Guten also besiegen, ne? Meine Shotgun-Munition wird ganz langsam ganz schön knapp. Vielleicht kann ich ihm aus der Ferne ein bisschen attackieren und Schaden zufügen. Oh, verdammt. So wie jetzt heißt der G und früher hat er auch mal einen Namen, aber das wäre ein bisschen Spoiler, glaube ich. Oh, ist okay. Gut, dass ihr euch quasi selbst poliert und sagt, Fully, ich will dich nicht spoilern. Ah, da ist er. Entscheide, wie schnell ich bin. Au, 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 au. Shit. Ah!
Ich glaube, sein Auge ist nicht mehr so. Das Auge kommt wieder? Oh, oh Gott, ich bin trapped. Ich bin tot. Oh, oder doch nicht. I somehow survived. Ew. Nicht mit der Eisenstange. Die Eisenstange tut weh. Macht keinen Spaß und ist nicht fair. Wo ist er? Bleibt doch seine Stange irgendwo. Gib mir die Munition. Oh Gott! Damit habe ich nicht gerechnet! Du Arschgesicht! Was soll das denn? Oh Gott, 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 oh Gott. Das ist weh tut, glaube ich dir. Weißt du? So eine Eisenstange tut auch ganz schön weh, du Affe. Es tut weh. Ew, 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 ew. Na, schönen guten Abend. Mein Herzschmerz, wieso? Wie geht's dir, mein bester Freund Iregio? Oh mein Gott! Au! 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 Es wird größer, ja. Muss ich vielleicht aufs Auge schießen? Gott, wie viel Munition habe ich hier bitte verballert? Hilfe! Und nur aufs Game bezogen, mir geht's gut. Prüfungsstress, also. Dankeschön für 22 Bitsfeder. No joke, sein Auge sieht aus wie ein momentan rot, groß und geschwollen. Au! Ah! Gott, den Schmerz habe ich gespürt! Okay, wartet. Wie war das mit Nebenwaffen? Oh, das hat gereicht. Oder auch. Muss ich ihn dorthin kriegen? War das. Habe ich was richtig gemacht? Jetzt bin ich neugierig. Nee, oder? Hä? Soll ich dir ein Bild von Nemesis aus Teil 3 schicken? Ist das dieser ganz große Dude? Nee, ist okay, aber war das so richtig von mir irgendwie? Ging nur um Schaden. Okay, okay, also früher oder später hätte ich wahrscheinlich generell so viel Ressourcen verballert. Vielleicht hätte man das besser machen können, kann ich mir gut vorstellen. Ah, nur Leben auf null, okay. Ich hoffe, das Spiel ist so nett und gibt mir einiges an meiner verlorenen Munition wieder. Tatsache, sie tun's. Großer Dude, schwarzer Mantel, das ist Nemesis, okay. Ich dachte immer, das, was wir gerade bekämpft haben, wäre Nemesis. Ich habe mich wahrscheinlich einfach im Namen vertan. Grüne Pflanze brauche ich mal. Das kombinieren? Machen. Das Auge war irgendwie ein obvious weak spot. Ich habe halt auf den Kopf und aufs Auge geschossen und irgendwann hat der Kopf nicht mehr richtig geredet, sondern eher nur noch so, sag ich mal, der Teil des Auges. Also ich habe halt auf beide Spots geschossen, aber das Auge war irgendwann zu. Also habe ich irgendwann nur noch auf den Kopf geschossen, weil ich dachte, der Kopf wäre jetzt der einzige Weak Spot noch und immer wieder andersrum. Wie ich meine.
Alle Systeme hochfahren. Achso. Nemesis sieht anders aus als Mr. X. Da ist mit Mr. X, Nemesis ist der mit dem zermatschten Gesicht und den Tentakeln. Achso. Nemesis hat einen Trenchcoat. Der Trenchcoat-Dude jetzt Mr. E. Egal. Ah, ne, beziehen. Ich liebe Games. Ja, warum nicht? Einfach mal machen. Nemesis brüllt auch immer Stars. Ich bin ein Star. Okay. Safe Spot. Weed. Nice! Mehr Inventory. Ich liebe mehr Inventory Space. Habe ich irgendwas aus meiner Tour, was ich da mitnehmen möchte? Was jetzt, glaube ich, ein bisschen doof ist, ist das Zepter, ne? Ich brauche das ja gar nicht mehr. Oder vielleicht doch. Machen wir noch ein Zepter. Haben beide einen, aber der von Nemesis sieht abgefuckt aus. Achso. Und mir geht schlafen. Alles klar, schlaf du gut. Mr. X ist ein Tyrant. Ah, das weiß ich so weit. Okay, nevermind. Bleibst du doch? Hey, Emil. Ich hab gerade noch nicht das sofort gesehen. Mach nicht den. Freiheit? Freedom! Oh, da sind Autos. Dankeschön für 50 Bits wieder. Resident 2 Aufklärung gibt es nicht Nemesis. In Resident 2 gibt es nur Mr. X. Achso. Barcode Veronica damit Nemesis oder so? Was war Code Veronica? Das war der Dreamcast-Teil, ne? Also okay, Fuli, ich bin nicht böse auf dich. Hast nur wieder mal falsch verstanden. Okay. Ich will nicht, dass irgendwer böse auf mich ist. Weil sie 3 ist mit der Nemesis. Achso. Ich bin dir für 2 Bits. Es ist zwar Teil 3, was dieses Jahr als Remake kommt. Okay. Vielleicht spielen wir das Remake, ja. Ich mag nämlich Resi 2 sehr gerne. Falls man nicht merkt, es ist, glaube ich, so gerade. Ey, warte mal, ich muss überlegen. Not Gonna Lie, ich glaube, das ist das erste Horror-Game, wo ich mir denke, ja, Mann, das ist richtig, richtig spaßig, finde ich. Das habe ich, glaube ich, noch nie. Also, Bioshock könnte man das sagen, das fand ich auch nice. Aber ich finde das sogar gerade spaßiger als Bioshock irgendwie. Wird jetzt keine ekligen Zombies, hat mir einen Snack geholt. Dann pass ich mal auf, dass der Snack auch dort bleibt. Nein, Quatsch. Er hatte richtig viel Spaß an der 4-Reihe. 4 mochte ich tatsächlich auch. Also mit Sekiro ist doch gruselig. Ja, ist gruselig, weil es so gruselig schlecht ist. Das war. Ja, denke ich. Welcher meiner Idioten von Kollegen, die ich noch nicht kennengelernt habe, weil alle tot sind, haben vergessen, die Scheinwerfer an dem Dienstwagen auszumachen? Ach, natürlich darf der Neuling sich jetzt drum kümmern. Schöne Scheiße. Und Project Zero ganz gerne. Ich kenne auch jetzt, sage ich mal, nicht mega viele Horrorspiele. Ja, nur weil ich sage, ich finde Resident 2 gerade mega geil, heißt das nicht, dass ich jedes andere Horrorspiel, vor allem welches ich nie gespielt habe, kacke finde. Aber das ist so, wo ich mir denke, ja, 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 it's fun. Insert card. Was hältst du von meinem... Oh. Mist. Nicht ohne Karte. Ja, das denke ich... Oh, da hinten ist Doggo. Hi, Doggo. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir! Doggo will spielen. Hey. Wer ist da? Aufgepasst. Wie kannst du es wagen, du Bitch? Leon, komm schon! Mag sie weg nicht. Damit. Weg du damit. FBI. Oh, fuck! Entschuldigung.
Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist... Reflex. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Ich will aber Fragen stellen. Was, wenn ich trotzdem Fragen stelle? Ja, das ist Ada Wong. Hey, du kannst ihn stellen, die Nacht. Einen Kopfschuss. Ja. Wollen wir Ada Wong stalken? Ich klipp das kurz, mach das. Immer diese Spielfette. FBI kills dogs. Pretty fucked up, bro. Ja. Yeah. Was soll das? Immerhin kriege ich wieder ganz viel Munition. Das finde ich sehr schön, tatsächlich. Karte der Polizeistation B1. Okay, das ist jetzt mein, das ist jetzt der Keller. Ist es möglich, dass ich wieder doch nach, also in die ganzen anderen Bereiche rein muss oder so? Obwohl, es hieß ja, manche Bereiche, da geht nur Claire hin, ne? Also kann auch sein, dass ich dann nicht unbedingt großartig weitergehe, aber wenn ich so überlege, ne, ich hier lang dann trotzdem wieder. Ah, vielleicht komme ich doch wieder nach oben. Auf jeden Fall Hundezombies, meiner Meinung nach. Weißt du, warum du im Knast bist? Ich weiß es auch nicht, aber du hast es bestimmt verdient. Ich meine, was ist das für eine Art, wie du mit mir redest? Und sie sieht aus wie Billie Eilish. Sag mal, bist du so wie der? Ruhig. Gefangene Zombies. Soll ich sie freilassen? Illegale Sterben. Dem geht's auch gut. Ich kann die Tür nicht mehr öffnen. Bob! Was soll das? Max, dass sein Bauch richtige Jiggle-Physics hat. Lass sie raus, ich muss mal dringend und ihr Klo ist ausgefallen. Das glaube ich ihr nicht. Sie betreiben Tax-Fraud. ich meine, in Amerika kommt es dafür in den Knast. Was ich schon hardcore finde, aber ja. Oh, hat nicht funktioniert. Wabblig, wabbel, wabbel. Bully in danger. Ich höre FBI, ich begebe mich... Oh! Hallo? Hey. Ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt Sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Hey, die war noch gut. Ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, Chef. Du hast sie gar nicht aufgeraucht, du Idiot. Fucking Tabakverschwender. Hey, wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gebt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, was, wenn ich sie die einfach nehme? Nicht ohne den Chief zu fragen. Leon! Wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns, oder... Scheiße. Es ist halt echt gut animiert. Was kommt? Komm, komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus! Das ist jetzt aber Nemesis. Nein, das ist nur Mr. X. Hat mir Feder vorhin gesagt. Du hättest ihm helfen können, Leon. Toll gemacht. Der kommt immer wieder. Wer ist da? Obwohl, hier sind eh Leute Zombies. Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Welches Ding meinst du genau? Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Das ist Ben? Nein, Ben, ich mochte Ben.
hatte Informationen in meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Don't touch my code. Ich weiß mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ben! Ich bin Ada. Ich bin nervös, ist wie morgen in Anor-Londo. Ich schätze, das ist ein Deal. Ja, selbst schuld. Hätte er mal fertig geraucht. Ja, das passiert mit Raucherverschwendern. Die Kurbel. Ich weiß, wofür wir die brauchen. Ich als Elektronikfachmann sehe ganz eindeutig, da fehlt ein Transistor. Kein fucking Plan, was da abgeht. Hat jemand eine Ahnung, was überhaupt fehlen soll? Ich habe doch keine Ahnung, Mann. Oh, Lesestunde. Gefängnisschaltkreis. Der Schaltkreis ist defekt. Können sich die zuständigen Personen schleunigst darum kümmern? Mein Gott, warum sind alle hier so inkompetent in dieser Polizeistation? Da fehlt ganz klar irgendwas. Ein Stück fehlt, oder? Ich habe keine Ahnung. Don't smoke or your skull gets crushed through the wall. Yes. Würde zwar ein bekannt sein, aber da der Schaltkreis höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformer, Transformatorraum. Jesus Christ, warum hatte ich jetzt so Probleme, das auszusprechen? Müssen noch ein paar herumliegen. Nachtrag, mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schaltkreisteile ist. Der Typ, der die Glocke im Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Warum steht... Ach, des Uhrenturms. Müsste noch eins haben. Also nehmt es ihm. Ich meine, bitte ihn höflich darum. Near Transformator. Bully Bubble. Aller Welt. Ja, er ist tot. Er wacht nicht mehr auf. Sein Auge hängt ein bisschen schief, ne? Warum haben sie so realistisch gemacht, dass sein Schädel knackt? Hey Game Freak, schaut euch das mal ab. Könnt ihr vielleicht auch einen Baum machen? Ich bin gemein. Nobody for the trans tatatata. Raum. Weißt du was? Nein! Nein! Billie Eilish, du kommst nicht raus. Nicht bis dein nächstes Album fertig ist. Oh mein Gott, you're fucking dead. Wie bin ich hierher gekommen? Hier rüber, oder? Oder auch nicht. Zahlt eure Steuern, Kind. Unsere Bäume sollen Augen verlieren. Wow. Das Album von Billie Eilish ist der Grund, warum sie eingesperrt wird, wie sie wird eingesperrt. Was? Ja, ich muss zum Raum. Das war's. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgen des Objekts. Schlüssel für Einsatzwagen 7439. Wie wurde der eigentlich nicht infiziert? Die anderen sind auch Zombies. Keine Ahnung. Details. Verborgener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Okay. Dose. Mag mir eine schöne Dose. Verdammt, ich habe den Raum nicht gesehen, Fully. Und ich zeig's nochmal. Da ist der Raum. Ist dir? Ich weiß nicht, ob ihr eine Band namens Suicide Silence kennt.
Aber die haben ein Video, das heißt, You Only Live Once. Ja, es war zur Zeit, als YOLO-Fame war, aber das war noch ein bisschen davor. Und das ist auch an einem Schießstand und das sieht ziemlich ähnlich aus. Nachher von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon-Figuren, oder? Also ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen. Aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder, würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon, over. Raccoon-Figur, muss ich die abschießen? Ich hab's doch schon richtig verstanden, ne? Sinnig. Also mich macht das gerade happy. Also macht dich gerade happy. Also, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, brauchen wir einen Command. Irgendwann hat das nichts mehr mit Transformatorraum zu tun. Ey. Der Polizist, der, wenn manche Leute sagen, ja, du hast Haare wie ein Wischmob. Das ist literally ein Wischmob. Der hat literally Haare wie ein Wischmob, ey. Oh, immer diese Wischmob. Oh. Freu dich, wenn man in Waschbärstadt wohnt. Das ist Bob Dylan, ja. Das ist der Vater von Bob und der Bruder von Bob. Und er ist auch tot. Die Bob-Line, ne? Die hat's nicht gut erwischt. Perfekt. Alle Zombies sind unterschiedlich. Es gibt nicht zwei gleichen. Sie wollen alle separat designen. Ist mir schon aufgefallen. Der hat zwar einen ähnlichen Körper wie zum Beispiel unser Bob, aber er hat eine Halbglatze. Das habe ich bemerkt. Also kaufe ich dir das durchaus ab, wenn die nicht gleich aussehen. Ich hatte bisher immer den Eindruck, ich konnte sie in gewissen Punkten auseinanderhalten. Ich glaube, es ist eher so, dass sie unterschiedliche Bodyparts gemacht haben, die sie unterschiedlich zusammengewürfelt haben. Also Kopf, Körper und all so ein Shit, ne? Oder Frisur und sowas, ne? Ist hier wirklich nichts? Hm. Vielleicht muss ich darin zum Tatatata. Immer diese Bobs. Ja. Aber ich mag sie, ist schön ruhig. Niemand fällt mich an oder beißt mich. Ne? Shuffle. Mhm. Alle Bob dead. So ist ja eine entspannte Atmosphäre so. Ich meine, gut, wir sind hier unten in einem Knast, aber. Seht ihr? Electric lock will not open unless powered. Ah, shit. Warte mal. Das ist eine Couch? Achso, jemand hat das verbarrikadiert. Aber ich will da lang. Oh, ich kann in den Swinger vielleicht. Wollt ihr Doggos sehen? Wir gehen jetzt zu den Doggos, okay? Ich bin auf dem richtigen Weg. Doggos! Hört ihr die Doggos? Nie, dennoch wirst du nie zweimal dieselben sehen. Nee, nee, aber ich finde das clever, wie sie es gemacht haben, weißt du? Wir haben blaues Kraut. Dachte mal ganz schnell in den Chat, Blaukraut bleibt Blaukraut, aber Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt bla bla bla. Fuck. Wenn es einen Zungenbrecher gibt, ne? Dann ist es wirklich der bricht mich. So, Fischers Fritz fischt frische Fische, hatte ich nie ein Problem mit. Aber dieses Blaukraut und Brautkleid und das ist so. Oh. Es ist nicht, dass es meine Zunge bricht, sondern es ist so. Alles gleich. Blau, 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 blau. Also, wenn es einen Zungenbrecher gibt, dann finde ich den halt echt hart. Oder das mit 10 Ziegen auf dem Zaun, Zentner schweren Ziegen, was auch immer. Da kann ich auch eigentlich. Ich hab's nur nicht mehr im Kopf, aber da hatte ich auch nicht so das Problem. Doggos sind frei.
Ernst denn immer selber? Das ist ein Joke. Ja, Joko? Wie geht's dir so? Alles gut bei dir? Ihm geht's gut. Und da ist ja noch einer. Geht ab, Doggo. Auch immer diese Doggos. Ich mag Hunde. Einen 12-9 Shiny Gollet bekommen. Oh, nice. Nice. Glückwunsch, Zwiebel. Wir haben einen Zungenbrecher auf Norwegisch gemacht. Okay. Okay, auf Norwegisch direkt. Ich glaube, auf Englisch könnte ich auch strugglen. Einfach, weil ich nicht sonderlich viel Englisch rede. Außer halt eben meine ganzen Anglizismen. Aber ja. Ich leben dann nur Dobermänner. Weil es Polizeihunde sind, oder? Nutzt man nicht Dobermänner? Oder setzt man nicht Dobermänner ein als Polizeihunde? Sind die nicht gut dafür geeignet? Dann wieder eine elektrische Verriegelung. Oha! I got the Kurbel. Kukushka, Kukushunka, Kupila, Kopushan, Kak. Okay, Fiddler, alles klar. Russisch habe ich bestimmt schon mal geblubbert in meinem Leben. Ein Wort gar sagen. Da ist der Tratatatatata-Raum. Da ist eine fette Barrikade. Alright, Fuddy. Jed, schönen Abend noch. Alles klar, Rago. Aus rein. den Blaut... Denn Blautkreid... Blautkreid, Alter, was re... Ich krieg's ein... Das ist wirklich etwas, wo ich mich wahrscheinlich ganz in Ruhe hinsetzen müsste. Und ganz ruhig üben müsste. Nämlich, das ist so ein Zungenbrecher, den ich wirklich hart finde. Oh, wir haben die Aegis! Guys! Wisst ihr, was das... Es ist ein verpacktes Elektroteil. Na, wisst ihr, was das heißt? Wir haben Pyra! Wir sind kein Resi-Spiel, kein Zombie finden, der kein Dobermann ist. Oh, okay. Hier. Die Musik ist die ganze Zeit bedrohlich, als ob jeden Moment irgendwas um die Ecke kommt. Stimmt, kommt Nemesis. Bully, das ist nicht Nemesis. Dann kommt eben nicht Nemesis. Bully, das ist Mr. X. Okay, dann kommt Mr. X. Einauhaus-Sicherung werken. Alles nein. Vielen Dank fürs Raiden. Dankeschön. Und hey Leute, was geht ab? Habe ich gerade ein großes Problem mit der Sicherung gemacht? Bestimmt nicht. Hattet ihr einen schönen Stream? Willkommen bei Resident Evil 2. Alles lighthearted stuff, ja. Je nachdem, von was wir kommt. Oha, Panzerschrank. Es ist William und nicht Miss. Ich weiß nicht. Mach das mit Absicht. Ich hoffe, das lohnt sich. Ist das Nemesis? Bitte schön. Was habt ihr Schönes gestreamt? Yeah. Einfach die Kräuter mischen. Für die stärkere Wirkung. Der Schrank ist nicht so korrekt, um dir Weg zu sparen. Bitte? Der Schrank ist nicht so korrekt, um den Weg zu sparen. Was? Warum kann ich da eigentlich nicht rein? Das ist ganz schön gemein. Claire könnte da bestimmt durchkrabbeln. Finde ich sehr sexistisch. Nein, Quatsch. Pokémon wurde gestreamt. Achso. Welcher Teil denn? Ja, da ist die Schalltafel. Die ich wahrscheinlich brauche. Jetzt habe ich das Teil. Ich kann eigentlich in die Leichenhalle mal gehen, oder? Schwert und Schild. Achso. Wunderschöner Stream. Aber bin mega müde, deswegen gehe ich jetzt schlafen. Ja, ja, verständlich. Außer rein. Gute Nacht, Mann. Hallo? Ah. Autopsiebericht. Nummer 53477.
Name des Verstorbenen: Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt. Ich kann heute nicht reden. Beobachtungen: vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Das wird dich easy, Blubi. Ich meine, das ist okay. Fair point. Ich rede zwar den ganzen Tag und ich rede recht viel. Und ich finde, ich rede meistens auch deutlich. Manchmal nuschel ich, aber dann mit Absicht. Oh Gott, nein. Ich will keine Leichen eigentlich hier ausgraben. Okay, weiter geht's scheinbar nicht. Er wird sicher nicht aufstehen und mich jetzt attackieren, oder? Der hat da was dran. Du hast da was. Außerdem traut sich Fuli scheinbar nicht mal es zu versuchen. Doch, ich habe es ein paar Mal versucht. Alter, wir haben den roten Schlüsselgeist. Oh, was werfe ich dafür weg? Wartet. Ich mag tatsächlich das Inventarmanagement. Ich wusste es! Dieb Zombie! Wie war das im Panic and Stocking? Iiii. Scheiße. Wer hat euch denn geweckt? Du Motherfucker! Seht ihr das? Warum leben die so lange? Verdammte Kacke, ey. Oh, fuck. Der lebt bestimmt noch. Einfach so ein Backtracking. Jetzt kannst du richtig spielen. Ach so, ja, okay. Jetzt kann ich meinen Skill natürlich auspacken, Guys. Okay, weißt du was? Du kannst gleich wieder da rein. Granate verschwendet. Jo. Okay, nee, im Ernst. Hast du irgendwo was bei dir? Du sprichst mich doch gleich so an, wie so ein räudiger Hund, oder? Ja, wirklich nichts. Weißt du was? Wer nichts zu bieten hat, kann mir auch einfach aus den Augen gehen. So. Ich habe ja Resident 2 in den letzten zwei Wochen oder so 7-mal durchgespielt. Ja gut, dann könnte es ein bisschen schmerzhaft für dich sein, weil ich natürlich hier rumrätsel und mir alles ganz in Ruhe angucke und sowas und nicht unbedingt super clever spiele immer. Aber ich habe sehr, sehr viel Spaß damit. Okay, ich habe zwar keine normale Granate, aber ich habe eine Blendgranate wieder. Etwas. Und drei mit dir. Du widerst mich an. Schmerzhaft war es für mich eher. Ich hatte beim dritten Mal noch Angst. Echt? Ich mache die ganze Zeit dumme Witze. Oder was heißt dumme Witze? Ich hau die ganze Zeit irgendwie. Oh Gott. Verdammte Scheiße, ey, das ist richtig disgusting. Wisst ihr, Zombies, platzende Köpfe, alles okay, das fand ich jetzt gerade richtig ekelhaft. Ui. Oh, rotes Kraut. Hab ich immer noch Platz dafür? Theoretisch will ich den Platz auf. Ah, komm, mach ihn mal. Würde mich gerne reinlegen. Okay. Weird. Öffne nochmal. Nein. Gib ihm den Knutscher. Das sind die Juckzirpen aus Final Fantasy 9, Guys. Stellen wir uns einfach so vor. Okay, geht auch nicht. Ich, denke mal, ich habe hier alles mir angeschaut. Möchte ich hier komplett zurück, richtig? Ja, ne?
Ah, ja, ja. Alter, obwohl, ich kann... Kann ich nicht auch da hoch und die... Ich kann auch dahin. Ich habe ja jetzt den Karo-Schlüssel. Und die Tür sollte jetzt auch nicht mehr verschlossen sein, oder? Also gemein und nicht wahr? Nicht die Res 7. Okay. Schönen guten Abend, Quillen. Wie geht's, wie steht's? Nee, das ist der Raum. Oh, wie bin ich nochmal komplett hierher gekommen? Ah, durch den Zwinger hindurch, ne? Ich muss einmal durch den Zwinger, ich hab's gesagt. Ich muss mich ein bisschen zurechtfinden, ja? Genau, hier ist der Zwinger. Bisschen labyrinthartig. Oh, jetzt verstehe ich die Löcher. Die Hunde laufen gleich los und können durch den Löchern hindurch, durch die Löcher hindurch. Das ist ein Doggo mehr geworden. Was ist denn eigentlich da in der Box drin? Gar nichts. Hat noch was Final Fantasy weitergespielt? Okay. Ich hoffe, du hast dich nicht softlocked, so wie ich. Weißt du, der Stream ist einmal, ja, seit 100 Jahren gefühlt wieder. Oh, Marcel! Vielen Dank für deinen Raid, Dankeschön. Und schönen guten Abend, Leute. Wie war Red Dead Redemption? Das habt ihr gespielt, richtig? Wie war's? Was geht ab? Heute hier ist Buddy. Ich bin Resident Evil 2. Ich spiel's das erste Mal, ist mein erstes Resident Evil und ich find's bisher super nice. Also macht's euch bequem. Es ist ganz lighthearted, also ist nichts Schlimmes, ganz easy, leicht verdaulich. Dein erstes Resi? Ja, genau, ist mein erstes Resident Evil, also macht's euch bequem hier. Hölle ist hier ausgebrochen. Hallo? Ein Raid nach dem nächsten. Ach, ich wusste, es ist Bob der Dritte. Oder ist Bob der Erste? Ich hab die Familien-Timeline mittlerweile verkackt und aufgegeben. Es ist Bob der Erste, ne? Was zum? Ja, was zum? What? Oh! Es ist die Wischmopp-Frau! Ich meine, kommt schon, ihre Haare sehen aus wie ein Wischmopp, oder? Ich bin sehr gemein. Was zum Teufel? Okay, ich will mein Messer wieder haben. Dankeschön. Ich wusste es, der... die leben alle noch. Was soll das? Sollte ihn einfach die Beine abschießen. Besser. Weißt du was? Nein. Ja, yeah, du bleibst jetzt da unten. Und ihr kriecht nur noch auf den Boden. Oh. Über Munition habe ich jetzt verballert. Ich glaube, viel zu viel. Ich glaube, das ist Bobette 1. Die mit dem Wischmob. Nee, ich glaube, sie heißt einfach Polizistin mit Wischmob-Kopf. Habt ihr den Schlüssel? Ja. Wisst ihr? Ich glaube zwar, Luigi's Mansion hat sich das eher bei Resident Evil abgeguckt, aber immer wenn ich diese Tür öffne, muss ich einfach an Luigi's Mansion 1 denken. Und ich meine... Ich sehe jetzt, warum so viele Leute sagen, Luigi's Mansion ist wie ein Resident Evil für Kinder. Ich spüre die Vibes manchmal hier. Ja, rotes Kraut kann ich nicht verbinden. Kann ich nicht das kombinieren? Ja, oh mein Gott. Super. Warte, dann kann ich auch dich... Nein, verdammt. Zinken da. Ein Film. Cool, den kann ich nicht mitnehmen. Ich habe keinen Platz im Inventar, aber ich sollte vermutlich, richtig? Ich das echt wegwerfen? Ein. Sollen wir mit nichts kombinieren? Resident Evil ist still good, though. Mhm, das ist fantastisch. Macht sehr, sehr viel Spaß. Luigi's Mansion habe ich ja auch nie gespielt. Oh. Sollte ich wahrscheinlich irgendwann mal nach. Es gibt so viele Spiele einfach. Oh, das Elektroteilchen, ne? Die Filme waren nur Collectibles, richtig? Das dürft ihr mir sagen. Die Filme sind nur Collectibles. Die sind jetzt nicht sonderlich wichtig. Ach, gehst du schlafen, Blubi? Alles klar, schlaf du gut.
Es sind eher Tipps. Okay. Also es ist jetzt nicht extrem wichtig. LM3 war nicht schlecht. Ich sag auch nichts dagegen, das ist schlecht. Kurz ist auch nicht schlimm. Kurze Spiele haben einen riesigen Mehrwert. Einfach dadurch, dass du ein kurzes Spiel eher mal nochmal spielen willst, als ein langes Spiel. Das unterschätzen, glaube ich, ganz viele Leute ganz gerne. Vor allem jüngere Leute mit mehr Zeit, habe ich manchmal den Eindruck, die sagen, oh, hier muss so und so lang dauern. Oder ich rechne meine ausgegebenen Euro in die Stunden, die ich brauche, um das Spiel durchzuspielen auf. Was, wo ich mir immer denke, das ist Quatsch. Überlegt einfach, ein kurzes Spiel könnt ihr so oft nochmal spielen. Und ihr habt da immer wieder vielleicht was Neues dabei. Eben die Tipps, ja, habe ich gerade schon gesagt bekommen, aber danke, Bulls. Wir zeigen auch manchmal Schlosscodes. Echt? Oh. Ich habe ja die Karte noch nicht, ne? Hier scheinen auch keine Zombies reingekommen zu sein. Irgendwie hier unten sind so viel weniger Zombies, ne? Wie gesagt, Folie, die Filme sind kein Zwang. Dann ist gut, wenn ich sie nicht brauche, kann ich sie quasi ein bisschen sein lassen. Übrigens, falls es gerade wieder für euch geruckelt hat, das lag an meinem PC. Gerade hat das Spiel auch ein Momentchen wieder bei mir geruckelt. Ruckelt gerade zwischendurch ein bisschen. Also wenn es halt nicht buttersmooth läuft. Aber ich hoffe, es läuft bei euch noch buttersmooth. Ja, kurze Spiele lieben gelernt, was mich in letzter Zeit echt aufgeregt hat, dass jedes Spiel immer meinen muss, 40 bis 60 Stunden lang zu sein. Es schreckt mich auch ab. Ganz im Ernst, je älter ich wurde, desto mehr war es so. Ein langes Spiel hat mich immer persönlich mehr abgeschreckt, privat zu spielen. Ging weird. Ist aber einfach so. Das ist so ein Grund, warum ich zum Beispiel Witcher nie durchgespielt habe. Es war mir zu lang. Ich spiele momentan nur kurze Spiele. Kurze Spiele haben so einen riesigen Mehrwert, ey. Ich meine, du hoppst mal rein, spielst es durch, denkst du, nice. Dann ist da Fire Emblem, okay. Sag ja nicht, immer ohne Ausnahme per se. Mit dem Film bekommt man ein seltsames Bild von Frau Chambers. Ich weiß leider nicht, wer Frau Chambers ist. Weißt du, 200 Stunden. Ja, ich stream ja auch schon 120, 130 Stunden Fire Emblem. Früher als Kind hat man immer nur ein Spiel pro Monat. Und da waren lange Spiele halt... Ja, da waren lange Spiele cool, auch als ich jugendlich war, ja. 14, 15, 16, 17 auch noch so war. Boah, ein langes Spiel, voll gut. Ein Rollenspiel muss mindestens 40, 50 Stunden lang sein. Das war auch so ein Gedankengang, den ich hatte. Und dann, je älter ich wurde, desto mehr dachte ich mir so... so lang. Nicht? Karton mit einem Elektroteil. Oh, das ist ja fancy. Bulze, du musst mir, du Protagonist aus Resi Zero. Ich weiß, du möchtest mir nur Dinge sagen, ja. Und du musst nicht jedes Mal mich taggen. Ich habe, als ich keiner war, nur Mega Man 3 gespielt, echt? Und yo, Panix, was geht ab? Für mich war aber auch SM64 voll lang. Elektroteil, nein. Brauch noch eins? Ich brauche mehr davon? You are joking, right? Oh. 140 Stunden? Ja, yeah, die fehlen noch eins. Oh, no. Habe ich hier eigentlich noch was? Ne, da lang komme ich ja nicht. Wäre sehr limitiert eigentlich in den Bereichen, wo ich hin kann. Oh, vielleicht kann ich durch die Tür jetzt. Obwohl, wenn die Karte mir dahinter nichts anzeigt, kann ich davon ausgehen, dass ich dort nicht hin kann? Bin mir unsicher, aber ich habe so das Gefühl. Schalltafel. Vielleicht hätte ich was an der Schalltafel machen sollen. Die dann noch so ominös mir angezeigt wird. Sorry, alles gut, Bull. Ach, sind wir extra. Ich lese Chat, so gut ich kann. Manchmal geht mir was unter, das ist wahr. Aber ich mag es halt lieber, wenn man mich für die wichtigsten Sachen so taggt. Wo ihr denkt, boah, Fully, das musst du unbedingt gerade jetzt sehen. Ganz, 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 ganz wichtig, ja? Ja, Nico, we know.
Weiß gar nicht, ob ich das so unbedingt öffnen möchte. Weil das Ding ist, ich glaube, ich kann alle Zellen öffnen, ne? Das heißt, ich möchte die Zombies davor erstmal alle erledigen. Nämlich, sonst lasse ich ja alle frei, oder? 20k, ja, ja, 20.000 Stunden, holy shit. Ich habe 1500 Stunden oder so in Final Fantasy 14. Und das spiele ich wirklich viel und seit ein paar Jährchen. Oh, nee, hier komme ich ja her. Full 10 Games, life loves you. Swiggy. Oh. Das ist irgendwie ganz cool, dass da auch die Karte nochmal abgebildet ist. Ich mag, wie viele Details hier über versteckt sind. Das macht auch irgendwie dann Spaß, sich umzuschauen. In vielen Horrorspielen hast du das Ding, es ist einfach nur dreckig und eklig und alles ist spooky und so, ne? Aber hier ist es halt, du erfährst einfach nur durch das, durch die Gegend, also Environmental Storytelling ist ja einfach, wenn die Gegend dir was zur Geschichte erzählt und irgendwie alles klicken lässt und alle Dinge zusammenführt und das alles irgendwie zusammengehörend und Sinn ergibt und all so ein Shit. Und ich finde, Resident Evil 2, so wie ich mich umschaue, macht das echt gut, was automatisch dazu führt, dass ich mich sehr gerne hier umschaue. Einfach so, keine Ahnung, ich gucke mich gerne um, ich gucke mir die Dinge an, entdecke einfach nur sowas wie die Karte da und denke mir, oh, das ist irgendwie ein cooles Detail, das ergibt halt Sinn und ich weiß nicht, ich mag sowas für ein Spiel, das tun. RIP Doggo, rest in fully clowns. Ja, die Tür kann ich nicht öffnen, ne? Nope. Ah. Könnte halt nochmal zu den Schaltkreisen gehen. Vielleicht habe ich wirklich da was übersehen und gecheckt. Sache für die, selbst die Items, wo sie platziert sind, halt alles in einem, die liegen nicht umsonst da. Ja, klar, klar, logisch. Das ist aber gutes Game Design einfach, Feder. So wie ich mir dachte, oh hey, ich brauche bei dem Gegner vielleicht die Shotgun, weil irgendwo davor habe ich kurz die Shotgun gesehen, aber ich habe sie mir noch nicht freispielen können. Redet wieder über Sachen, die ich nicht verstehe, weil ich Promille habe. Oh, okay. Zu dreckig und eklig, reden wir später nochmal. Naja, es ist halt, es soll halt Atmosphäre generieren, aber viele, viele Spiele und auch vor allem Horrorspiele, finde ich, machen sehr viel Atmosphäre und wenig erzählen. Generell viele Spiele machen das. Mehr Atmosphäre und weniger erzählen damit. Aber ich mag es andersrum lieber. Und warst du eigentlich an der Uni Osnabrück oder Hochschule Osnabrück? Uni. Ich kenne einen Kumpel, der an der Hochschule ist. Ich glaube nicht, dass sie kacke ist. Warum willst du dorthin, Dato? Aber nee, ich war an der Uni. Also in dem Schloss auch selber. Ich hatte tatsächlich auch im Schloss Seminare. I will remember you. Ich war, glaube ich, der einzige Mensch, der sich bei den Game Awards über The Wolf Among Us gefreut hat. So, weil es, glaube ich, kein Mensch gespielt hat, außer ich gefühlt. Ich wollte aber wirklich wissen, wie die Fortsetzung ist. The Wolf Among Us ist so cool. Eines der Telltale-Spiele. Ich glaube, das ist das einzige Telltale-Spiel, was ich gespielt habe. Ich habe schon meine Begründung versagt, Begrüßung gesagt gehabt, dass ich 14 Punkte im abschlussrelevanten Vortrag erhalten konnte. Nein, hast du nicht. Aber Glückwunsch. Hier waren, glaube ich, die Sicherungen, ne? Vielleicht ist hier noch irgendwas. Irgendwo ein kleines Teilchen, was ich übersehen habe. Ich meine, kann ganz gut mal passieren. Oh, wie nett. Schuhe, ein Regenschirm. Bestimmt ist da irgendwo bei Schuhwechsel für die Lederschuhe oder so. Auch so ein komisches Wort heutzutage, wenn man drüber nachdenkt, ne? So wie das Wort eigentlich zweckentfremdet wurde. Uni? Uni ist was für Schwächlinge. Ich habe mich dort für Elektrotechnik beworben und Osna ist halt nah an mir dran. Ich habe wirklich keine Lust umzusehen. Gönn dir, also keine Ahnung. Ich war selber schon da an der Hochschule. Also ich habe auch Zugriff dort, weil halt mein Ausweis, mein Uni-Ausweis. Bin aber weg. Heute um 5 Uhr aufgestanden. Alles klar, Hugi. Geh schlafen. Gute Nacht, Mann.
Ruh dich aus. Hört ihr das Geräusch? Ganz leise hinhört. So ein Grunzen. Da ist doch was im Busch. Tja, dann doch. Mein. Hä? Hatte ich die Sicherung nicht alle mal angemacht? Wann sind denn die Sicherungen wieder rausgeflogen? Oh, warte, kann das sein, dass ich, wenn ich hier unten, ja, den Türschaltschrank, ja, wenn ich den betätige, während nicht die beiden Elektroteilchen da sind, dass dann die Sicherungen automatisch rausfliegen? Oder denke ich gerade darüber viel zu sehr nach? Aber warum sind die da rausgeflogen? Ja, wenn jetzt erwartet, du bist bei der Stille ganz laut, dass du boomerst. Nein, das würde ich nie tun. Ich würde sehr ungern zur Hochschule Bielefeld gehen. Die ist wirklich scheiße. Oh. Ist auch Bielefeld, ne? Ich habe keine Ahnung von Bielefeld, aber ich hatte nur negative Erfahrungen in Bielefeld. Meine erste Freundin lebte in der Nähe von Bielefeld. Ich hatte einen Unfall in Bielefeld. Bielefeld halt. Bestimmt gibt es noch irgendein Szenario, was ich in Bielefeld hatte. Aber zwei von zwei negativen Erfahrungen reichen mir schon. Ich war halt selber auch dort und ah. Bielefeld ist negativ. Bielefeld gibt es doch gar nicht. Bielefeld kann sich einfach mal selber lieb haben. Da ist selbst Paderborn besser. Ich war noch nie in Paderborn. Goddammit, was übersehe ich denn? Vielleicht will ich nochmal ganz runter? Dort, wo wir gegen definitiv nicht Nemesis und nicht Mr. X gekämpft haben, sondern G. Oder G. Wie laut. G. Okay, die Anspielung hat keiner gerafft, oder? Also, wenn jemand die Anspielung gerafft hat, dann freut euch. Die Ex-Freundin war der Unfall? Ja, auf jeden Fall. Die war auch ein Unfall. Also zwei Unfälle in Bielefeld. Wie die Musik hier einfach hochgeht, als ob hier irgendwas voll intens wäre. Dabei ist nichts mit den Doggos. Crawling im Eisgehen. Okay, ich gehe in die Tiefgarage. Gehe dann runter und schaue mich dort um. Was anderes... Ich könnte die... Nee, ich kann in die Zellen nicht rein. Kein Dokument zum Aufheben, ne? Dammit, ich dachte schon. Bielefeld, der mich einmal durch, was zum Fick ist Bielefeld. Ist unwichtig, Eule. Willst du einen Tipp? Noch nicht. Wenn ich einen möchte, sage ich Bescheid. Ich hätte ja die Sicherung eigentlich angemacht, aber ich komme hier trotzdem nicht rein. Scheiße. Sie wohnen zwischen Paderborn und Bielefeld. Und Bielefeld ist schon ein dreckiges Kaff. So schlimm. Ich muss halt auch zugeben, ich erinnere mich jetzt nicht daran. Im Schießstand selber war ja auch nichts. Gehen wir wieder ins Loch. Da war das doch. Bielefeld hat mich fett genannt. Denn Bielefeld ist nicht so scheiße, wie die Leute sagen. Ey, ich mache auch überwiegend nur Scherze, ja. Aber hier scheint ja auch nichts zu sein, oder? Echt? T-Stange Vertiefung. Untergrundtreppe, Spezialwaffenkasten. Ah, vielleicht ist es auch pure Zeitverschwendung, was ich hier mache. Ich meine, es ist nicht so pure Zeitverschwendung. Ich kann wenigstens mal speichern, ja. Ich glaube, das ist mal ganz gut. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wie lange streamen wir schon? Schon 2 Stunden. Schön. Das Spiel macht mir wirklich sehr viel Spaß. Oh.
In Österreich sollte ich hoffentlich sicher vor Bielefeld sein. Leon Scott Kennedy. Da ist mal zum Friseur. Ja, da auch mal zum Friseur. Weißt du, irgendwie, ich glaube, ich mag meinen Zopf aktuell. Vielleicht sieht er doof aus. Ja. Nein, ich vielleicht nicht. Okay. Aber ich mag ihn. Ich nicht den Hebel abreißen oder so. Dortmund finde ich echt scheiße. Ach, geht. Dortmund habe ich ja praktisch gelebt oder sehr nah dran. Ich will, dass Mr. X kommt. Warum willst du, dass Mr. X kommt? By the way, X kommt. Er erinnert mich an XCOM. Und das erinnert mich an Mario und Rabbids. Was denn hier? Und damit will ich sagen, wir sollten tatsächlich mal in diesem Jahr irgendwann Mario und Rabbids spielen. Warum? Einfach, weil ich echt Lust drauf hätte. Und ich das Spiel die ganze Zeit schon bei mir habe. Und eigentlich höre ich nur Positives zu dem Spiel. Bin ich eigentlich hier gelockt? Kann ich überhaupt zurück? Die Treppe führt ja woanders hin, richtig? Ich glaube, ich bin hier unten sowieso gelockt, ne? XCOM erinnert mich an bitteres Versagen. Maeve hatte eine Figur nach mir erstellt, ja? Und sie ist ziemlich schnell gestorben, so wie ich verstanden habe. Das war schon so ein Moment. Münster, meine Lieblingskonzertlocation. Oh, welche Konzertlocation ist das? Das, so ein kleiner Club. Aber dann kenne ich das. Dann war ich da sogar schon mal. Ich meine, ich wohne ja direkt bei Münster, ne? Osnabrück ist nicht weit davon. Wo ist das? Police Week. Dammit. Ich glaube, ich komme gar nicht mehr zurück, oder? Nee. Scheiße. Das heißt, die Lösung zum Rätsel muss ja irgendwo da oben auch sein. Also jenseits der Parkanlage. Hier vielleicht was übersehen? Eine Freundin von mir studiert bald in deiner Nähe. Ich glaube, ich komme dich da mal besuchen. Bitte nicht. Ich glaube, wenn ich den Hebel betätige, kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr betätigen, ne? Es ist wirklich simpel, ist es? Okay. Jedes Rätsel hat eine Antwort. Gott, ich liebe Layton. Layton ist so eine wunderbare Spielereihe. Ich habe sehr viele Spiele im letzten Jahr kennengelernt. Ganz neue. Ist halt wirklich nice, wenn man mal aus seiner Comfortzone rausgeht. Schreiben wir gerade Lokalpatriotismus? Wenn ja, dann mein Heim. Nein, Quatsch, Willa. Ich kenne auch sowas wie Lokalpatriotismus, ne? Sind halt Orte. Ich habe Erinnerungen an Orte. Aber das war's. Ansonsten sind es für mich einfach nur Orte. Obwohl, ich mag die Stadt, wo ich mal gewohnt habe. Ich einmal versehentlich, das ist aber jetzt 2 Jahre her oder so, habe ich mal mich im Stream verblubbert. Ein einziges Mal, ne? Das war echt doof. Mein Zimmer beste. Ja, meine Wohnung ist auch beste. Ich würde ganz gerne die Karte hier noch bekommen. Da ist jetzt das Elektroteil, oder? Das ist der Schlüssel. Stimmt, da war ja mal was mit dem Schlüssel. Aber jetzt ist die Frage, zu welchem Wagen gehörte der Schlüssel nochmal? Man sieht, wie die Texturenqualität niedrig ist, weil ich sie runterstellen musste. Ich brauche einen besseren PC, ey. Entsorgungsnotiz. Einsatzwagen 7439. Als ich das so erkennen würde. Würde ich das denn kombinieren? Ah, das steht auch drauf. Zündschlüssel eines Autos, die Spitze ist verbogen. Ja, aber ich kann ja immer noch... Oh.
Wo war's? Wo war's? Das war hier irgendwo, ne? Oh, oh, das finde ich scheiß cool. Das ist ja richtig clever. Das finde ich ja richtig, richtig nice. Alles klar, Panix, hast du rein. Gewehrschaft. Oh, okay. Das ist aber was anderes. Spezialzubehör für die Mathilde, damit er die Waffe 3 Salven verschießt. 3 Salven? Will ich das überhaupt benutzen? Oh, yo, what the fuck? Also ich kann jetzt... Schieße jetzt 3-mal hintereinander? Zubehör entfernen. Oh. Oh. Oh, no. What have I done? Nee, das Zubehörteil ist da. Okay, alles gut. Alles gut. Ich hatte jetzt gerade Angst, mein Zubehörteil wäre weg. Wenn ich gedrückt halte, du kannst 3-mal schnell hintereinander schießen. Das ist unglücklich formuliert. Achso, ich muss aber nicht. Okay. Aber es nimmt viel. Es nimmt 2 Spots weg. Das ist gemein. Hm. Ich dachte gerade irgendwie kommt von unten richtig warme Luft vom PC oder so, aber alles gut. Ach ja, Wulli, ich meinte gestern, dass ich mich nicht verletzt hätte. Ja, heute geändert. Was tust du denn? Das Ärgerliche an der Sache ist jetzt natürlich, das hat mir jetzt nicht geholfen. Verdammt. Also, ihr dürft mir eine Frage beantworten. Bin ich sehr doof gerade mit dem Rätsel? Mit dem, was ich tun muss? Ist es sehr offensichtlich und bin ich einfach nur echt blöd? Ich will nicht wissen, was es ist, nur ein Ja oder Nein. Ja, 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 ja. Echt? Oh, wow. Okay. Schon. Okay. Ha. Huh. Selten, dass sich der Chat mal so einig ist. Ja, dass sich oft einig, wenn es darum geht, wenn ich dumm bin. Ich auch nicht lang. Das Ding kann ich auch nicht betätigen, weil funktioniert eh nicht. Ja. Hm. Ist vielleicht hier in der Nähe? Ich habe hier kein weiteres Elektroteil. Ich brauche die Kurbel. Nee. Warte, den Schlüssel. Nee. Siehst du ja, ich brauche noch ein Elektroteil. Wahrscheinlich direkt da rechts oben, ne? Aber wo? Weißt du, was Beste ist? In der Nachbarstadt haben sie eine Tupac-Statue. Warum? Wenn sie jetzt dipsen, nö. Nö, 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 nö. Du hast bei meinem Bruder zugeguckt und weißt nicht mehr, wie du weiterkommst. Du bist nicht alleine, dumm. Ach, alles gut, Scorpi. Schau mich dann in Ruhe einfach um. Zu Recht. Ich sehe nicht, was an der Tupac-Statue gut sein soll. For the memes. Ja, Tupac ist doch so ein krasser Dude gewesen. Keine Ahnung wieso, aber es ist cool. Das ist irgendwie schon eine interessante Sache. Ich meine, selbst das Polizeiauto bringt mir nichts. Ja, mit dem roten Schlüssel könnte ich an so viele Orte, aber ich komme ja nicht weg. Ja? Ach ja, da war eine Stangvertiefung. Da wollte ich ja hin. Oder? Vielleicht muss ich doch zurück.
Oh, ich weiß es doch nicht. Guten Abend, Halo, was geht ab? Das ist nicht der Raum mit der Stangenvertiefung. Komme ich in den anderen Raum überhaupt zurück? Aber irgendwo gab es ja einen Hebel. Was, wenn ich den betätige? Hasselhoff über Tupac. Lebt Hasselhoff nicht? Wenn im Moment lieben, in dem du es herausfindest und enttäuscht von dir selbst bist. Okay. Ich kann ihn nicht betätigen, also kann ich nicht wieder zurück. Tupac ein entsprechendes Auto? Ich glaube nicht. Mir fällt gerade ein Ort ein, den ich wirklich, wirklich vielleicht vorzeitig ignoriert habe. Und dort gehe ich mal hin. Vielleicht liegt dort mein Fehler. Oh was, Resi 2, da bin ich dabei. Yes. Das ist unser neues Abendding. Mich würde gerne mal interessieren, wie ich die Performance verbessern könnte. Vor allem beim Stream. Beim Stream frisse ich ja doppelt Leistung dabei, wegen GPU, ne? Ist der Film, ne? Aber der bringt mir ja nichts. Aber Schießstand vielleicht? Gehen wir in den Schießstand nochmal. Vielleicht habe ich wirklich einmal dort was übersehen, was echt bitter wäre. Oh, hier komme ich ja rein. Bin ja gar nicht mehr gesehen. Da ist es, oder? Ja. Nee, hier war ich doch für den Film. Ich bin so dumm. Hier war ich doch. Dann dachte ich plötzlich, ich habe eine Realisierung. Oh, nö. Wo genau bin ich? Beim Parkplatz. Ich muss halt aus der Parkgarage raus. Und dafür fehlt mir eine Karte. Und für diese Karte, muss ich halt was machen. Und, damit ich dorthin komme. Und das würde ich ganz gerne heute irgendwie sogar noch schaffen. Wenn's klappt. Das finde ich schon ganz cool. Da komme ich ja nicht rein. Das ist auch ganz fest verschlossene Tür. So verschlossene Tür. Okay, dann gehen wir mal in den Zwinger. Ja, da würde ich nur da lang gehen. Dabei habe ich den Eindruck, ich gucke mich eigentlich gut um. Also, da bist du, ja. Ich finde eigentlich, ich schaue mich echt ordentlich um. Und wäre halt überrascht, wenn ich wirklich was voll Offensichtliches übersehen hätte. Die Musik einfach abgeht, nur weil die Doggos laut sind. Wäre ein bisschen dauern, wenn man den Weg nicht kennt. Na, mir geht's gar nicht um den Weg. Gerade. Ich glaube, hier gibt es eine Stelle, die ich halt vorzeitig mir nicht weiter angeschaut habe. Nicht hier. Aber soll Mr. X kommen, Nico. Und zwar die Dinger hier. Da war's? Nö. Das ist einfach nur da, um eklig zu sein. Okay, never mind. Hallo? Kannst du es bitte wieder zurückschieben? Das kam mir nämlich gerade in den Sinn. Kann er es auch so rein wie Shakespeare? Ja. Ja, aber klitzekleines Detail übersiehst du halt. Kann durchaus sein.
hab da auch ein bisschen gebraucht, okay. Bei der Person war ja auch nichts, ne? Kein Elektroteil, nichts. Also komm, damit spannend wird. Naja, das Problem ist nicht das Spiel, das Problem bin scheinbar ich. Die ganzen Teile hier sind auch voll nice. Aber wenn sich ein paar Sachen hier doublen, aber das ist fein. Dann sind halt Autopsieberichte, ne? Mit immer der gleichen Zeichnung, groben Zeichnung. Installiere für den nächsten Stream irgendeine Mr. X-Mod. Denn. Ist nur der Film. Oder ist da vielleicht mehr als der Film? Dann doch da. Also die Sicherungen sind hier wieder raus. Ja, okay. Aber wenn es ein winziges Detail ist, ne, Guys? Wie kann es dann offensichtlich sein? Das ist jetzt eine Sache, die ich mich frage. Warte mal, wenn ich jetzt einmal hier rausgehe, ja, und dann wieder rein, sind da die Sicherungen wieder weg? Jetzt habt ihr es mit Hasselhoff und Tupac. Wie wollt ihr das vergleichen, Guys? Ein Rätsel vielleicht. Ah. Ah. Okay. Aber hey, das finde ich jetzt gar nicht mal so offensichtlich, ja. Wenn du vielleicht dich nicht damit auskennst oder so, ich habe jetzt einfach nur die Dinger geguckt, habe gemerkt, oh hey, die Zeiger verhalten sich unterschiedlich. Ich hab das Scheiße, Mann. Ich halte nicht mal gedrückt, der schießt ja immer dreimal. Das finde ich jetzt echt ungeil. Ah, mach mal das super bitte weg. Das verballert einfach nur Kugeln ohne Ende. Muss binär denken. Deponia-Referenz. Naja, ne? Finally. Naja, das Ding ist halt, wenn man das kennt, ist klar. Aber ich habe ja zum Beispiel jetzt nicht ganz realisiert, dass das ein Rätsel ist. Einfach aus dem Grund, weil ich mir dachte, okay, Sicherung einfach alle anmachen. Ich meine, was habt ihr bei euch zu Hause? Ihr habt auch alle Sicherungen einfach an, oder? Okay, ich habe Angst, dass die kommen könnten. Ich kenn's nicht. Ah, und jetzt kann ich da lang. Oh, Junge. Wird hier ein bisschen voll mit Doggos.
Bei den Doggos wünschte ich mir tatsächlich, ich hätte Tastatursteuerung. Okay. Dann hier hoch, vielleicht bin ich dann safe. Keiner hat mich nur an eine Stelle in Deponie erinnert, wo drei sinnlose Hebel waren. Hatten wir die? Ich glaube ja, das sagt mir was. Ja, genau, hier lang. Lass die Tür bitte zu schwer für die Doggos sein. Bin ich safe für euch? Okay. Progress. Aber hey, zu meiner Verteidigung, wie gesagt. Bei Sicherung, was denkt ihr bei Sicherung? Alle mal anmachen, oder? Ich meine, ich habe auch noch 4 Sicherungen. Die sind bei mir auch alle oben. Beim No Damage Run war die Stelle so ätzend. Sowas sind Resi-typische Rätsel. Wenn man neu in der Reihe ist, kann man sowas sehr schnell übersehen. Klar, eben. Also ich finde das jetzt nicht so mega offensichtlich, ja. Und zu meiner Verteidigung muss ich auch sagen, ich habe sehr oft mir immer gedacht, irgendwas ja mit den Sicherungen wurmt mich. Irgendwas hat mich ja die ganze Zeit daran gestört. Gut, Speicherpunkt. Wie lange streamen wir denn schon? Bisschen geht noch, würde ich sagen. Einer weitermachen und vergessen. Ach, ich reg mich nicht drüber auf oder so, keine Sorge. Aber ich pack das Zubehör einfach weg. Ich glaube, ich mag's nicht. Was für manche vielleicht weird wirken könnte, aber irgendwie. Zu wenig Munition, ey. Scheiße. Scheiße, ey. Brauche nicht zwingend Shotgun-Munition. Ja, und das brauche ich. Oh, MAG-Munition. Elektroteilchen. Und dann wieder zurück. Oder? Kann ich die Karte holen, ne? Kann die Kräuter, glaube ich, kombinieren, ne? Aber packen wir erstmal die Munition weg. Aber die brauche ich nicht. Der Aufsatz für die Pistole ist auch nicht so gut. Nee, hat mir halt unnötig viele Kugeln gekostet. Ich glaube, ich habe 9 Kugeln durch den Shit verballert. Hat mir zwar ein bisschen bei den Doggos geholfen, aber trotzdem. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich allgemein super, super, super gut mit meiner Munition umgehe, aber ey, das war halt schon so nicht gut. Hätte vielleicht erstmal den Schalter drücken sollen. Die Musik. Könnt die Treppe hier runtergehen, also raus und die Treppe runter, oder? Oder wahrscheinlich soll ich das... Ist das Elektroteil dafür da? Ich glaube schon, ne? Nein. Ach, verdammt. Zuck doch nicht so weg, Mann. Aber bisher kam ich ja irgendwie zurecht. Gott. Ihr lebt ja wirklich alle noch. Okay. Oh, wow. Wow, 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 wow. Mein Aim.
Halt doch ab, Bein. Dankeschön. Danke. Ich hab nicht mal mehr ein volles Magazin. Das ist scheiße, ey. Ja, nein, hierfür ist das Elektroteil. Gut, dass ich nicht sofort zurückgegangen bin. Oh, neues Messer. Auch schön. Oh, hier sind wir. Weißt du was? Bleib einfach da. Guys. Kann ich in den Aktenraum, ne? Oh. Ja, super. Du bist ein Klonkrieger, warum? Ich kann die so gut mit Controller zielen. Also, tut mir leid. Tut mir leid. Bei deinem Aim? Mit Maus kann ich sehr, sehr viel besser aimen. Also, da habe ich nicht das Problem. Aber, ne, weißt du, Controller? Ist halt schon dumm. Ich meine, hier kann ich halt... Kann ich halt sofort, ne? Instant immer in Kopfnähe, so. Das ist egal. Aber bei Controller, wenn ich hier bin, muss ich immer so machen und so, ne? Versuch dann halt irgendwie da hinzukommen und ich komme nicht so gut hin, wenn ihr es gerade gesehen habt. In meinem Vergleich. Außen komme ich auch nicht weiter, ne? Aber vielleicht will ich in den Aktenraum. Wann bist du rausgekommen und wann hast du dich, mal. Suchen wir es mal so. Ja, das Ding ist, wenn ich Maus und Tastatur spiele, dann klappt's halt. Einmal stehen. Seht ihr, da geht's besser. Bewegungssteuerung. Also wäre eine Gyro-Steuerung dabei, fände ich schon sweet. Um ehrlich zu sein. Nee, einfach nö. Kugel ins Knie, ja, damit die nicht laufen kann. Weil, ne? Ich habe den vorhin auch wieder voll in den Kopf geballert und das hat die nicht gejuckt. So, wir sind eigentlich bei 2,5 Stunden. Ich könnte nochmal in den Aktenraum. Speichern wir eine Runde und gehen wir in den Aktenraum. Der war einmal hierhin. Da muss ich einmal komplett außenrum in den Besprechungsraum dahin und dann in den Aktenraum. Und da ist auch eine grüne Tür, aber mit der roten soll es gehen, ne? Warte mal, das ist ein Karo-Schlüssel. Und der Aktenraum ist ein Herz. Ein Karo-Schlüssel. Keine Herztür irgendwo ab. Ich einfach nur einen Shortcut kreiert. Aber ich habe auch einfach nur einen Shortcut kreiert, ne? Verdammt! Nee, da ist eine Karotür. Ich kann in die Wäschekammer. Oben im Stars-Büro. Das sollte ich dann vielleicht machen. UFO-Modus mit Metal-Mucke. Bin langsam aber auch müde. Okay. Genau. Hier runter, dann in die Wäschekammer. Da denke ich immer noch das Messer. Da fällt mir was ein. Kann ich euch nicht kombinieren? Verdammt, warum denn nicht? Wie lange gammelt die da eigentlich noch rum? Und sie lebt einfach immer noch. Wir müssen immer noch einen Aufsatz über die SPD schreiben. Oh wow, okay. Das sei sinnvoll. Ich meine, da haben wir ein kleines Tresorspielchen. Sonst ist da nichts. Okay.
Seid ihr wieder bereit, mir ein bisschen dabei zu helfen? Okay, nein. Nice. Oh, okay. 1 und 8 funktionieren zusammen. 1, 8 geht. 1, 8, 2, nein. 1, 8, 3, nein. 1, 8. 1, 8, 4 machen nicht. 1, 8, 4 geht auch nicht. 1, 8, 5 vielleicht. 1, 8, 7, nein, 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 nein. 1, 8, 6. Okay, es ist vielleicht wirklich 1, 8, 7. Du Arsch. Nee, warte mal, es ist 1, 8. Doch, 6 geht. 1, 8, 6, 7. 1, 8, 6, 7 ist es. 1, 8, 6, 7, dann 2, nein. 1, 8, 6. Hä? Oh, es ist 6. Ein, oh, es fängt mit 6 an. 6, 1, 8, 7. 6. Oh, fuck. Das 6, 1, 8, 7, 5. Quatsch, fang damit an. Ah. Konzentration, was war das nochmal? Oh, danke schön. Ich helfe dir da nicht. Oh no. Chat dead. Kann man eigentlich ganz kurz schauen, ob ich den Chat refreshen kann und ob es dann geht? Nee, mein Chat ist tot. Oh mein Gott. Oder irgendjemand schreibt mich an, das wäre auch ganz cool. Aber noch live, oder? Ja, ich bin noch live.